daughters of Helgan. This much I vow. The history of these days will be written in blood. By crushing the armies of our enemy, by seizing the weapons they thought to turn against us, we were fighting for our very existence. But if there are those who would deny us peace, refuse us our rightful place in the universe, then we will unleash such terrible vengeance that generations yet unborn will cry out in anguish. A spokesman for ISA High Command had this to say on Bizarre's latest outburst. The dictator Bizarre plays a martyr while threatening the peace of the universe. Listen to this shit makes me want to break something. Ever the diplomat, Rico. Damn. Colonel Templar. I'm off the field this time. So I'm looking to you and Sev to get it done. You know we're on it. Good luck, Sergeant. Sir. The ISA also confirmed that the second wave of the invasion fleet is due to launch imminently. They will arrive in orbit over the Helgan capital in approximately 2 weeks, by which time Fleet Commander Templar expects the first wave of the assault force to have dealt decisive blows against Vasari's forces. I'm sure we all wish our brave men and women good luck and Godspeed. The time for diplomacy has passed. The Helgas do not reason. They started this war when they invaded Vector, and it's up to us to conclude it. The enemy may shatter our bodies, but they cannot break our spirit. Even now, they advance on our homeworld to seize by force what they cannot claim by right. They cannot imagine what awaits them. We will smite the invaders from our skies! Though they sweep over our lands like the sands of winter, never again will we bow before them. Never again endure their oppression. Never again endure their tyranny. We will strike without warning and without mercy, fighting as one hand, one heart, one soul. We will shatter their dreams and halt their nightmares, drenching our ancestors' graves with their blood. And as our last breath tears at their lungs, as we rise again from the ruins of our cities, they will know Helgan belongs to the Helgas. Ja, hallo zum neuen Let's Play. Oh, funktioniert Killzone 2. Sicher gesehen, ob es wirklich aufnimmt, aber jetzt. Achtung, bereit machen für den Lufteinsatz. Achtung, Team Epsilon. Team Epsilon sofort zur Besprechung in Raum 4. Sind wir Team Epsilon? Hallo, Sev, gehen wir! Alle Einheiten. Zeit für unseren Einsatz! Auf Turbulenzen wegen Wetterlage gefasst. Sehen Sie da? Schade, dass wir nicht näher ran und Sie einfach von hier oben weghauen können. Aber Sie haben ein verdammt gutes Flugabwehrsystem. Druck Alpha. Sofort bei Rampe C melden wegen Vorbesprechung. Scheiße, das sind wir! Los! Die Einheiten am Landungskopf hat's ordentlich erwischt, aber die zweite Welle ist bereits auf Deck. Captain Nabel ist vorn und führt den Rächerkonvoi an.
Er reißt den Hicks auf dem Visari-Platz ordentlich den Arsch auf. Nächster Halt, Palast. Den Gerüchten zufolge werden wir Nabels zugeteilt. Sie wissen schon, Flanken sichern, Spezialaufträge und der ganze Scheiß. Bereitschaftsstatus an Brücke. Dorf. Josef Gaza, Evelyn, unsere Wissenschaftlerin. Sie sucht die Atomwaffen, die Hicks gestohlen haben. Hallo. Und die Atomwaffen? Im Moment, wir haben keine Ahnung. Der Plan ist, Visari Leben zu schnappen und ihn dazu zu bringen, uns in seine Pläne einzubringen. Ganz ironisch dazu, ihn auf den Planeten alles auszuradieren. Bring Visari auf der neuen Sonne in den Knast. Sie beide! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich muss pünktlich nach Hause und mich um Gazas Mama kümmern. Einheiten 20. Ausrüstung überprüfen. Sie auch, Netco. Genau dieses Ding könnte Ihnen das Leben retten. Wie halten sich die Männer? Sie sind bereit. Warten nur auf den Befehl, loszuschlagen. Ja, ich wünschte, ich könnte mitkommen. Ich werde zurechtkommen. Ich verlasse mich drauf. Viel Glück, Rico. Sir. Okay, Leute, bringen wir es hinter uns. Diesmal ist es Ihr Planet. Sollen Sie alles gut fest, okay? Sie auch, Gaza. Ich rette Ihren Arsch nicht aus dem Feuer wie damals auf Zorin. Und wer hat bitteschön die Schießerei damals angefangen? Natko ist wirklich der geborene Diplomat. Man kann die dumme Angriffsplattform. Hey, sehen Sie mal. Ohne Schutzwand und so. Wow, Mann! Das wird Sie schon mal einstimmen. Mann, ich liebe diesen Scheiß! Achtung, ja? Schneiden Sie sich lieber an! Scheiße! Ja! Verdammte Scheiße! Kein Fett! Hab ich sowas gesehen? Auf Vector vielleicht! Vector war nichts gegen diesen Scheiß! Schmecken Sie das? Raketentreibstoff, den sollten Sie besser nicht einatmen! Nach der Landung sofort neu sammeln. Bei mir oder bei Seth. Ist das klar? Köpfe unter! Unten bleiben! Lala. Feuer! Ja! Ach, Scheiße! Wow! So eine Scheiße! Durchhalten! Los! Runter von dem Ding und in Deckung! Na los! Los geht's! Ja, der Pilot ist tot! Ging mir nie besser! Los damit! Weiter! Der Pilot bringt sie über... Hier entlang! Ist ein bisschen langsam und bewegig. Oh, das ist dann nicht so steuern wie rechts 1, nicht rechts 2. Gehst du nicht mehr im Korn? Uiuiui, ist anders zu steuern. Ich denke, ich kann den Revolver auswechseln, aber der geht nicht. Und zwar sofort, verdammt! Komm, 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 Ja,
gerade wieder. Jesus. Merci für die Schutzdecke. Kann ich warten, bis er dafür kommt. Sieht leer aus. Rambler, Brücke ist zerstört. Landezone gesichert. Verstanden, Alpha. Zur Information, Verstärkung ist unterwegs. Wiederhole, Verstärkung ist unterwegs. Keine Ahnung, ich weiss nicht, ob ich die Steuerung umstellen kann. Die Knöpfe sind nicht dort, wo ich mir es gewohnt bin. Scheiße, helft mir hoch! Ich muss da einen holen, hä? Nein, falscher Knopf. Ja. Deckung. Stollen nicht austauschen. Sie und selbst wegen des Gewehrtes Schaden. Öffnen Sie das Schleusentor! Netko, Sie halten Wache! Der Konvoi ist jeden Moment hier! Augen auf! Was kommt von der Konvoi? Bereit zur Abfahrt, Sam! Auf geht's! Tor sicher. Hier drüben kommen wir hoch zum Aufzug. Vorsicht, wo Sie hintreten! Die letzten zwei, oder? Kann ich da allein auf die Mission? Und ducken muss ich ständig gedrückt halten. Habe ich gar nicht gern. Sturmgewehr. Ich da nicht. Sag, ich werde jetzt das tauschen. Ja, aber nicht. Nicht hin. Oh Gott. Sind Sie schon in das Schleusentor gekommen? Negativ. Wir warten hier auf Verstärkung. Granate scharf zu machen. Ich habe ein Ziel! Ja, super! Ich brauche Hilfe! Das mit dem Ducker gedrückt halten ist echt. Und geschossen! Ich habe den Bumper reingedrückt. Himmel und Korn. Oh.
Deckung. Irgendwo treffen sie mich, aber ich weiß nicht wo. Ich sehe nicht von Lauter Blut. Der humpelt so. So das Gefühl von Laufen soll das vermitteln, aber es macht es ist eher so Motion Sickness. Sich sehr unnatürlich zu laufen. Ich bin noch gerade gewonnen. Das ist ein neues Spiel nicht mehr so. Wo kommen wir denn noch? Sachen gefunden irgendwie. Aber ich fange gescheiter gar nicht an versuchen, sonst artet das wieder aus. Kisten bringen eigentlich auch nichts im Moment, aber da ist mal Munition war da mal drin. Genau. Kann ich nicht brauchen. Bin ich auf Kimmel gekommen, bist du zu langsam. Ich müsste ein bisschen mehr Sensitivität haben für das. Da mag ich gar nicht nachhören, wie sie sich bewegen. Das ist wiederum gar nicht gut. Jetzt soll die Holzkiste looten. Jetzt geben wir wahrscheinlich Munition aus. Jetzt gefällt natürlich keine Muni mehr. Merkt euch diesen Namen! Alpha! Das war's! Muss nachladen! Soll ich rein? Kann nicht. Ich komme hier nicht rein. Ich auch nicht. Ich denke, kann er sich so haben da dran.
Jobs und warte, bis der Kollege da. Jetzt ist wahrscheinlich so ein bisschen Ladezeiten. Mit dem Ventil das Schleusentor öffnen! Ah doch, die gehen auch kaputt. Ein Ventil. Gott verdammt! Ja, nein! Schön, weil das geht mit meinem Controller nicht. ja. Das erkennt ihr irgendwie nicht. Leider geht das nicht. Ja, ich muss einen anderen Controller anschließen. Machen das.